Schlägerei ist eine Einrichtung von der Army irgendwie. Es ist halt eine Großbäckerei. Ja. Da habe ich jetzt den 934, den ich am Samstag geladen habe, habe ich da jetzt abgeladen. Jetzt fahre ich nach Hause, Sattel um. Und dann fahre ich nach Kinsbach und hole wieder unsere Hebebühne. Gib wieder einen kleinen Ritt. Aber vielleicht kann ich diesmal etwas näher ranfahren. Mal gucken. Die Hebebühne geht dann raus nach Mannheim. Jetzt hier rückwärts raus müssen. Baustelle ist brennend, der LKW. Der wäre gelöscht, aber ja, bis der halt weg ist und so. Sind die da eigentlich schon am Löschen oder müssen die noch
denke, es wird noch eine Stunde dauern. Mal gucken. So, ich bin ja gerade in Mannheim wieder, habe die Hebebühne abgeladen. Jetzt ist schon 20 nach 1. Ja, der Stau, die Sperrung hat mich jede Menge Zeit gekostet. Jetzt fahre ich wieder nach Hause, Sattel wieder um. Das war so nicht geplant. Auf jeden Fall sattel ich wieder um und dann fahre ich noch hoch nach Sembach und lade unseren Brecher, einen unserer Brecher. Und der wird dann morgen früh nach Oppenheim am Rhein gehen. Und dann müsste ich irgendeinen Feldweg, unter der Brücke geht ein Feldweg rechts hoch. Mal gucken, dass ich hier wieder ohne die Baustelle abzuräumen rauskomme. Na, Gott sei Dank habe ich hier keinen Bagger drauf hin. Ey. So, ESL, doch, hier stehen Schilder. Nicht rein, ist ja nicht mehr normal, oder? Das ist doch nicht mehr normal. Bleibe ich hier vorne stehen. Danke. Zwar auch wenige freuen, aber in dem Bagger, habt die Ketten los. Weiß nicht, ob man was sieht. Katastrophe, echt. Heb hoch, meine Fresse. Bin ich wieder über die Rampe gezogen. So.
Scheiben. Ich denke eh nicht, dass man irgendwas sieht, außer meine Witzgrippe. Mal gucken, was das wird, ob das was wird. Wenn ich jetzt von der Hauptstraße rückwärts rein will. Was heißt wollen? Ich muss. Ob das überhaupt geht. Ob das überhaupt geht. Dürfte gehen, aber oder? Ich werde alt, Leute. Ich bin alt, keine Ahnung. Mir macht das Wetter so zu schaffen. So zu kämpfen mit dieser Hitze hier. Das ist der Bagger morgen früh zur Gäste gefahren werden soll oder muss oder was auch immer. Muss ich jetzt erstmal anrufen. Du bleibst ja stehen hier, oder? Du bleibst ja stehen hier, das finde ich ein fairer Zug. Ach Gott, ab und zu darfst du nochmal laufen. So. Danke. Alter Schwede, ey. Alter Schwede.
Getreide, ey. Oh, ist richtig heiß. So viel habe ich doch gar nicht gefilmt heute. Brutal heiß. So, soweit alles fertig vorbereitet. Das hier sind die Halterungen von meinen Verbreiterungen. Wenn ich irgendwas Breites farbe, das fahre ich mit dem E-Net. Habe ich jetzt ausgeklappt, da ich ein bisschen Anhaltspunkt habe, wenn ich da rückwärts drauf fahre jetzt. Die Mulde standen immer so 7-8 cm über. Hier stehe ich jetzt minimal. Hier auch nicht viel mehr, also scheint schmaler zu sein. Was noch gut ist, die Spiegel braucht man nicht mehr einklappen. Alte Mulde standen ja die Spiegel ewig weit raus. Das hast du hier nicht mehr.
Hebel rechts der ist für den Kipper, drücken und ziehen. Geht dann halt hoch, möglicherweise. So, oben. Und den wieder nach vorne machen und dann wieder runter mit zu Hause. So, dann mal das. Ging dann auch nach Ludwigshafen rüber und dann bin ich zu uns auf den Hof, habe einen Vierachser aufgesattelt und bin damit hoch in Richtung Emmelshausen.
und habe dort dann einen Bagger von einem Kunden von uns geladen. Ganz genau 14.03 Uhr haben wir es. Ich bin hier mittlerweile in Schwall bei Emmelshausen. Und daneben steht mein Bagger da vorne. Und der Löffel ist nicht cool, den Löffel nehme ich auch nicht mit. 5 vor 3, hab jetzt geladen. Ich muss den mal anrufen, ob der Kollege noch da ist. Wenn der nicht mehr da ist, weiß ich dann, was ich mache heute. Ob ich noch ablade oder nicht. Oder wieder vergessen. Alter, was ich jetzt. Klo. Ist kaputt gemacht. So. Mittwoch. Egal. Ciao.